Hallo, Servus und moin moin, liebe Leute. Willkommen zurück hier zu Medieval Dynasty. Wir haben beim letzten Mal den Roggen ja gefunden und sollen zurück zu Nada. Aber Nada, erstmal gibt es hier ein bisschen Kaninchen für uns. Also der neue Tag ist angebrochen. Ich weiß, wir hatten doch übrigens auch irgendwo hier oben bei der, da genau, die Falle, die hatten wir ja auch aufgebaut. Da werden wir mal eben reinschauen und uns hier das Karnickel holen. So, scharf gemacht. Und jetzt fahren wir dann zurück und auf den Weg machen. Und Nada eben Bescheid geben, was mit seinem Boten hier passiert ist. Zwischendurch breitwegerig. Müssen wir immer wieder mal aufsammeln, hilft uns als Gesundheitsmittel. Moment, wir werden da unten rum, ne? Lass mal da unten rum gehen. Wir bleiben so ein bisschen hier auf dem Weg. Genau, hier sind wir richtig. Erstmal ein bisschen was trinken und essen brauchen wir in Kürze eigentlich auch schon. So, Entenjacht dürfen wir auch nicht vergessen, die kommt ja auch noch, aber ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas rumliegt, was wir vergessen haben. Nee, haben wir nicht. Ich bin aber der Meinung, dass hier irgendwo bei unserem letzten Durchgang in der Nähe des Weges sich auch noch ein Lager befunden hat. Aber das konnte ich bis jetzt noch nicht ausmachen. Keine Ahnung, da müssen wir nochmal schauen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir noch ein bisschen essen müssen bei Gelegenheit. So, Steine, denn ich will hier noch mal ein paar Steinmesser herstellen jetzt gleich. Die wir dann auch wieder, oder breitwegerig, die wir dann auch wieder verkaufen können. Messer. Da können wir also ein paar mehr herstellen. 15. Kommen 11 Stück machen. Da können wir 10 oder so was, glaube ich, wieder verkaufen. Und haben gleich für die Produktion neues
Level erreicht, können uns eine Küche bauen. Leute, seht ihr das mit den Ameisen hier? Ist mir vorher nie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die neu dazugekommen sind. Da haben wir schwarze, da haben wir rote. Cool gemacht, Leute. Echt cool. Das sind Details, die mir entweder bisher verborgen geblieben sind oder ich die tatsächlich noch nicht gesehen habe. Oder die halt tatsächlich neu dazugekommen sind. So rum wird ein Schuh raus, Leute. Auf dem Rückweg werden wir dann nämlich gleich mal gucken, ob wir nicht tatsächlich irgendwo noch das Lager finden. Denn auch da gab es einige ganz interessante Sachen. Unser Feuer brennt übrigens immer noch. So, und jetzt wollen wir doch noch mal eine Kleinigkeit essen, denke ich erstmal. Gebratenes Fleisch bringt zwar nicht viel. Aber so kommen wir erstmal ein bisschen über die Runden. So, warte mal. Nada, warte mal. Hallo, wegen der Roggenlieferung. Ja, ich habe deine Arbeiter verletzt am Straßenrand gefunden. Er ist angegriffen worden und braucht Hilfe. Ach du Schande, ich muss sofort jemanden schicken. Ich habe ihm etwas Medizin gegeben, er sollte es schaffen. Vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du die Roggenlieferung übernehmen? Ich weiß nicht, wann ich. Aber sicher, mach dir keine Sorgen. Du bist unbezahlbar. Aber akzeptiere bitte dennoch einige Münzen für deine Hilfe. Danke, mach's gut. Hätten wir jetzt auch umsonst machen können, aber nö, ne? So, heißt, jetzt können wir zurück den Roggen abliefern, damit wir demnächst auch ein bisschen. Oder damit es im Dorf dann auch wieder Ale gibt. So, noch ein paar Steine. Vielleicht können wir dann noch ein paar Messer herstellen. So, was wir machen auf jeden Fall, wir schauen ein bisschen links und rechts des Weges. Nicht allzu viel, aber halt immer so ein paar. Wir nehmen den kurzen Weg. Wir hätten jetzt nämlich auch so einen kleinen Bogen machen können, aber das machen wir später. Weil ich muss gucken, wo diese ganzen Lager abgeblieben sind. Da gibt es halt wirklich interessante Sachen. Ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, sogar einen Bogen da gefunden. Wir haben auch noch einen Fertigkeitspunkt bekommen.
den wir gleich noch ausgeben können. Können wir eigentlich jetzt machen, ne? Fertigkeiten fürs Handwerk. Handwerkliches Können haben wir. Da. Das brauchen wir erstmal. Wir gehen erstmal allgemein hier aufs Können, würde ich sagen, erhöhen das auf 2. Und warte, können wir den gleich auf 3 packen. Einen Punkt haben wir nämlich noch. So, alles klar, damit ist unser handwerkliches Können auf Stufe 3. Und dann können wir uns ein bisschen spezialisieren hinterher. Gehen mal ein bisschen entlang des Weges, aber seitwärts, beziehungsweise so ein bisschen abseits. Vielleicht finden wir ja auch noch ein bisschen breitwegerig. Und vergessen wir nicht die Jagd. Das rein gebratene Fleisch bringt nicht wirklich viel. Dazu werden wir später noch ein paar die Elche, die würde ich lieber mit dem Bogen schießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sehe hier tatsächlich nirgendwo Lager. So, wenn wir schon mal hier sind, erfrischen wir uns noch mal auf die Schnelle. So, unser kleines Haus, Leute. Oh, die Falle ist schon wieder dicht. Coole Sache. Du brauchst nicht, du passt da nicht runter. Mach dir mal keine Sorgen. So, wir sammeln die Hase, die Falle ein. Dann können wir noch mal ein paar Stückchen Fleisch grillen, braten, wie auch immer. Hallo? Okay. So. Machen wir aber erst auf dem Rückweg. Ja, wir müssen tatsächlich schon wieder essen. Aber ihr seht, 4 Stücke gebratenes Fleisch und tatsächlich ist der Hungerbalken noch immer nicht so ganz voll. Also satt ist anders, aber wir werden überleben.
es kann sein, dass das Lager, was ich meine, irgendwo weiter in der Richtung ist, hinter dem nächsten Weg im Prinzip. Aber die Map werden wir sowieso nach und nach aufdecken, indem wir hier mehr Missionen annehmen. Du, da vorne ist auch schon das kleine Dorf. Federn brauchen wir später für die Pfeile. Na, na, na. Also. Dann wollen wir den Roggen mal abliefern. Ey, ey, ey. Willkommen zurück. Hat hier jemand Roggen bestellt? Lasst mich auf meiner Liste nachsehen. Ewige Jugend, Weltfrieden, die völlige und endgültige Ausrottung von Mücken. Roggen, ja. Hier, bitteschön, Holdemite. Rasimir, wusstest du, dass es mit Peitschenheben bestraft wird, wenn man einer verheirateten Frau solche Avancen macht? Ich wollte nicht, war doch nur, du bist so einfach dran zu kriegen. Und du bist gemein, haha. Gab's unterwegs Probleme? Keine. Hätt's welche geben sollen, wir bleiben hier. Natürlich. So. Na, siehst doch aus wie jemand, der Probleme förmlich anzieht. Hast du mich gerade hässlich genannt? Ja, habe ich. Ich nehme deine Entschuldigung an. Okay, die verstehen sich ganz gut, die beiden wohl. Hier ist deine Bezahlung, Bezwinger der einfachen Besorgung. Dann verabschiede ich mich als reicher Mann von dir. Mach's gut, Dobroniga. Okay. Hi. So, Leute. Dann wollen wir mal eben schauen. Oh, Technologie haben wir hier. Was Neues. Ja, Materiallager. Wir haben hier die Jagdhütte. Leinengarn brauchen wir dafür und natürlich das Schemata, was wir erstmal kaufen müssen. Aber, so, wir haben was Wichtiges vergessen, Leute, nämlich Fladenbrot kaufen. Wir müssen auf jeden Fall Fladenbrot kaufen. Ist hier was Interessantes? In Hornica hat jemand eine Aufgabe für mich. Only the best products here. Das Fladenbrot kostet 120, ist aber auch die Kohle echt wert, muss ich sagen. Abbrechen. Oh, wir haben. Doch, das müssten wir doch haben. Komm, ich möchte gerne eins kaufen. So, Fladenbrot gekauft. Und ein paar Messer wollen wir loswerden, ne? 17 Stück hätten wir zum Verkaufen. 14, komm, 15 verkaufen wir. Da gibt es dann 300 für. Und das hat sich ja eigentlich schon wieder gelohnt. Goodbye. Goodbye, gute Frau.
Lass uns hier noch mal ein klein bisschen schauen. Was haben wir denn hier liegen? Eine einfache Fackel, ein Messer. Und Brennholz. So, bevor wir uns aber... wir gehen mal ins Tagebuch. So, wir haben Unigards Geschichte und Alwins Geschichte. Hier müssen wir aber erstmal auf den nächsten Sommer fahren, warten. Da haben wir noch 18 Jahre Zeit. Und 18 Jahre Zeit, Leute, heißt unter anderem, dass wir auch noch zumindest ein bisschen warten können. So, mein Plan für diese Folge, die ja schon fast zu Ende ist, wir haben hier noch zwei neue Auftraggeber. Komm, Leute, die Aufträge, die nehmen wir auf jeden Fall heute nochmal an. Der Tag neigt sich ja eh dem Ende zu. So, Unigast, mit dir reden wir später. How are you? See you soon. No. No. Hail, friend. Have a good day. Mach's gut. So, einer ist der Alwin, aber wo ist der nächste Auftraggeber? Wir haben doch hier irgendwo noch einen. Irgendwo noch jemanden. Greetings, Stranger. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört hat. Könntest du uns helfen, die nötigen Materialien zu sammeln? Ja, klar, helfe ich. Was brauchst du denn? So, da schauen wir mal eben schnell rein. ...20 Stöcker und 2 Holzstämme. Leute, ist ja nix, ne? Die Quest, würde ich sagen, die machen wir gleich noch fertig. Das machen wir doch gleich fertig. Da hätten wir gleich 3 Holzstämme. Und wartet mal eben, ich habe die Spitzhacke, genau. So, denn hier irgendwo sollten wir auch noch die Möglichkeit haben, so ein bisschen Stein zu schlagen. Wenn ich die finden würde. Seht ihr wohl, da haben wir ihn doch. Also, wie viel Stein haben wir denn da jetzt bei rausgekriegt, Leute? Also 26 haben wir mittlerweile. Auch sehr schön, coole Sache. Bisschen Enten jagen. Aber bei Call of the Wild würde ich sagen, schönes Tier, ne?
schön die Farben. Sollte eigentlich zumindest ein silbernes sein. Okay. So, dann trinken wir noch mal ein Schlückchen Wasser. Und gehen erfrischt in den nächsten Tag, den wir in der nächsten Folge starten werden, liebe Leute. Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr ein bisschen Unterhaltung finden konntet, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao und bleibt gesund.